Jesus, sei du immer wieder mein erster Gedanke, mein erster Wunsch. Mein einzig wirklicher Wunsch aus dem Herzen, mein tiefster Herzenswunsch. Immer zu dir zu kommen, immer bei dir zu sein, in dir zu sein. Führe du mich immer wieder zu dir, zum Vater. Lass mich ganz eins werden mit dem Vater, so wie du mit dem Vater eins bist. Und lass mich ganz dein Werkzeug sein. Nimm mich immer wieder hinein in das Feuer deines Herzens und reinige mich mit dem Feuer deiner Liebe. Wasche mich mit dem Wasser der Dämonen. Lass mich allein dein Kind, dein Werkzeug sein. Dir dienen und du durch mich allen Seelen, denen du durch mich deine Liebe, deine Wahrheit, dein Wort zukommen lassen wirst. Reinige immer wieder mein Herz, dass dein Wort immer reiner in mich ein und durch mich fließen kann. Geschehe immer und alle Zeit allein dein heiligster Wille. Amen. Johannes Wietzmann, Psalm vom neuen Menschen. So mich Kinder bitten, so will ich als ihr Vater zu ihnen sprechen. Und ich will ihnen das geben, was mir dem Vater würdig ist. So meine Kinder mich um weniges bitten, so will ich ihnen Großes geben. So ihr mich bittet um ein Bescheidenes, so will ich euch Herrliches geben. Dies ist das Maß meiner Liebe. So ihr mich bittet um einen Psalm, um einen neuen Psalm meiner Liebe, Gnade und Herrlichkeit, so will ich euch diesen geben. Denn wisst, dieser Psalm soll in allen Herzen erklingen, als ein Lobschrei aller Herzen. So vernehmt. Anfanglos und endlos bist du, o höchster Vater. Deine Liebe und Gnade ließ erstehen alle Schöpfung. Ja, alles, was ist, das stammt aus dir, und alles, was ist, das eilt zu dir zurück. O Vater, deine Gnade sind deine Hände. Umfasse alle Menschen mit deiner Gnade und trag sie heim an dein Herz. Denn nur an deinem Herzen werden sie neu, vollkommen, wahrhaft deine Kinder, welche würdig sind, dich allzeit zu schauen. Vater, du bist vollkommen, du hast alle Menschen erschaffen nach deinem Maß, auf dass sie durch deine Liebe und Gnade vollkommen werden. Was der Mensch werden soll, das bist du, o Herr. Alle Menschen sollen dich annehmen als ihr Wesen. Alle Menschen sollen sich lieben als Glieder ihres ewigen Vaters. Die Menschen sollen sich lieben als Teile ihres Vaters. Der Mensch ist berufen zum Höchsten, dass er Gott erkenne in all seinen Wesen
und dass er Gott verherrliche in all seinem Erschaffenen. Der Mensch möge Gott erkennen in allem Seienden. Gott ist in allem das ureigenste Leben alles Erschaffenen. Der Mensch erwecke in allem Erschaffenen Gott sein heiliges Leben durch seine ihm verliehene Kraft. Der Mensch ist ein Träger der göttlichen Liebe. Wo der Mensch in seiner wahren Berufung seine Liebe hinwenden wird, dort wird alles Erschaffene im Namen des Höchsten verwandelt und miterlöst. Der Mensch ist berufen zum Miterlöser an der ganzen gefallenen Schöpfung. Mensch, du bist ein Miterlöser an der Hand des Höchsten. Mensch, gib dich her als ein Glied deines ewigen Vaters. Lass seine Liebe durch dich strömen. Seine Liebe sei dein Leben und dadurch deine Seligkeit. Mensch, du bist berufen zum Miterlöser. Des Vaters ewige Kraft wohnt in dir. Verwalte sie nach dem höchsten Willen dessen, der dich berief zum Höchsten. Mensch, du bist Träger der Erlöserkraft, so du zum Vater eilst und beim Vater weilst in seiner Liebe. Mensch, du bist berufen zur Göttlichkeit, zum höchsten Leben. Mensch, in dir will die Gottheit alles Gefallene zurückholen, denn der Mensch ist doch eine Herzzelle des höchsten Vaters. Mensch, du warst einst eine Zelle deines heiligen Vaters und du sollst wieder zurückkehren zu seinem Herzen, das voll Liebe und Gnade ist. Doch du sollst herrlich zurückkommen zu dem, den du einst verließest. Einst wirst du, o Mensch, vergöttlicht heimkehren zu deinem Vater und du wirst voll sein seiner Kraft und Herrlichkeit. Ja, die ewige Gottheit wird in dem verwandelten Menschen aller Schöpfung sich zeigen. Gott hat viele Leiber in den auferstandenen Menschen. Dies ist der Mensch, der wahre, von Gott berufene Mensch. Dies gedenke, Mensch, alle Tage deines Lebens. Dies, meine Kinder, ist der heilige Psalm, den ich euch gebe als einen Lobruf, welcher eure Herzen entflammen soll zu mir, dem höchsten Vater. Amen. Liebster Vater Jesus, danke dir für dein Wort durch Johannes Wiedmann. Öffne unsere Herzen immer wieder neu und reinige unser Herz, dass dein Wort möglichst rein in unser Herz einfließen kann. Und lass uns dein Wort in unserem Herzen bewegen. Lass uns dein Wort mit der ganzen Liebe unseres Herzens ergreifen, damit es Fleisch werden kann, in uns lebendig werden kann.
uns ganz mit deinem Leben, mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit erfüllen kann. Unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper, dass wir ganz von dir, von deinem Geist, von deiner Liebe, von deiner Wahrheit durchdrungen werden. Unsere ganze Seele, unseren ganzen Körper, jede Zelle unserer Seele, unseres Körpers soll erfüllt werden von deinem Geist. Lebe ganz allein immer mehr du in uns und durch uns. Lass uns mit Paulus immer wieder sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir durch. Du bist der neue Mensch in uns. Und du allein kannst dieses neue Reich, diese neue Welt in uns errichten. Du allein bist der Herr dieser neuen Welt, der Schöpfer dieser neuen Welt, der Baumeister, Architekt dieser neuen Welt. Auf dich allein wollen wir schauen und vertrauen. Hilf uns, dass wir immer mehr Raum, dir ganz Raum geben in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Körper. Dass unser Geist, unsere Seele, unser Körper, ja, dass alle Zellen durchdrungen werden von deinem Geist. Dass du dein Reich in uns, in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Körper aufbauen kannst. Und dein Reich uns in uns und durch uns sich ausdehnen kann, nach außen strahlen kann, zu allen Seelen, die uns umgeben, diesseits und jenseits, geistig, seelisch, körperlich. Lass allein deine Liebe, dein Licht, deine Kraft, dein Leben in uns und durch uns erstrahlen und wirken. Sei du unsere einzige Wirklichkeit, wirke allein in uns, durch uns, in Gedanken, Worten und Werken. Dir allein wollen wir dienen, auf dich allein wollen wir schauen, auf dich vertrauen, an dich glauben und dich über alles, in allem und durch alles lieben. In allen Wesen, Freunden und Feinden. Hilf uns, Jesus, hilf uns. Du allein bist unser Ein und Alles. An dich glauben wir, auf dich vertrauen wir, an dich lieben wir, über alles, in allem dort. Amen.